Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver. Uff, pelzig. Und es geht weiter, nachdem ich mich spontan entschlossen habe, gestern die Episode doch nicht länger, sondern ein bisschen kürzer zu machen, das ist so zu belassen, wie sie bei fast 30 Minuten war. Jetzt geht's weiter mit dem verheißenen Land, Fragezeichen. Herr Präsident, irgendwie gefällt mir der Ort nicht. Vielleicht sollten wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Wir müssen sowieso die Untersuchungen vorbereiten. Hey, wo kommst denn du her? Weiß nicht. Hier wird's ganz schön schlimm hergehen. Überlassen mir die Dinger und verschwinden von hier, solange noch kannst. Dir die Dinger überlassen? Ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Wiedervereinigung stattfindet, wo alles anfängt und endet. Wolk! Ich bin hier. Ich bin hier, um dir zu helfen, Wolk. Und er kämpft richtig. Mit sich selber. Danke, Rette 13. Wo ist die Schwarzmateria? Wolk! Sie ist hier, ich hab sie. Ich werde sie übernehmen. Gib mal die Schwarzmateria. Du kannst meine Stimme nicht hören. Alles in Ordnung mit dir, Wolk? Und dann hier, bitte. Ich habe ein paar Bedenken gehabt, dass die bei mir zu haben. Nee, bitte hör auf mich, Wolk. Dankeschön, überlass der Rest mir. Na los, die Schwarzmateria. Wart bitte nur noch einen kurzen Moment. Ich mag euch für alles danke. Es tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldigung. Besonders du, Tifa. Es tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin im Ruf, die Wolk zu sein, nie gerecht worden. Tifa, vielleicht wirst du irgendwann der richtig Wolk kennenlernen. Das ist perfekt. Das bedeutet, dass mein Experiment ein voller Erfolg war. Welche Nummer hast du, hä? Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich hab keine Nummer. Ich hab keine gekriegt, weil du gedacht hast, das Experiment mit mir sei missglückt. Was zum Deibel? Die Menschen nur Niete schaffen es bis hierher. Professor, gib mal. Bitte, gib mal Nummer, bitte, Professor. Halt die Gosch, du elendiger Fehlschlag. Na, dann halt nicht. Mehr, was war denn das? Das ist ein Sephiroth-Klon, den ich erschaffen habe, als ich vor fünf Jahren der richtige Sephiroth gestorben ist. Hier nur was Zelle und Marco. Meine Fähigkeiten und Kenntnisse in die Wissenschaft und Natur haben den Sephiroth-Klon zum Leben erweckt. Der Gedanke, dass es ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht. Aber die Theorie von der Wiedervereinigung von Jenova ist bewiesen. Weil, obwohl Jenovas Körper zerstückelt ist, wird er an irgendeinem Tag wieder zusammenkehren. Und das bedeutet Wiedervereinigung. Ich habe darauf gewartet, dass die Wiedervereinigung beginnt. Es sind 5 Jahre vergangen, aber jetzt kehren die Klone zurück. Ich habe gedacht, die Klone täten sich in Midgar versammeln, wo sich Jenova befunden hat. Aber weil meine Berechnungen waren nicht ganz präzise, weil Jenova selbst hat's an den Link-Gebäude verlassen. Aber als Genie, was ich bin, habe ich schnell gemerkt, es war alles ein Sephiroth sein Machwerk. Sephiroth war nicht damit zufrieden, seinen Wille in den Lebensstrom zu leiten. Er wollte auch die Klone selber manipulieren. Ja, so hat's angefangen. Ich freue mich, wohin die Klone gegangen sind, aber ich konnte es nie rausfinden.
Ich hab's selber auch nie rausgefunden. Was ich allerdings gewusst habe, ist, dass das Sephiroth ihr endgültiges Ziel war. Ich habe das Sephiroth nicht verfolgt. Ich wurde vom Sephiroth gerufen. Die Gesamtwut und der Hass, den ich für ihn gefühlt habe, machen das mir unmöglich zu vergessen. Dessen, was er mir angetan hat. Sephiroth? Sephiroth, ich bin hier. Ich bring dir die schwarze Materie. Zeig dich, wo bist. Die Redstone auf der Präsi-Ei. Jetzt kann ich hier auch rumwatscheln. Sephiroth, jetzt treffen wir uns endlich wieder. Habt ihr schon gesehen? Da ist er. Da ist der richtige Körper von ihm. Hast du gesehen? Es ist der Sephiroth. Er ist also doch hier. Es ist perfekt, Tino. Was mit der Vereinigung und Sephiroths Wille. Sie werden nicht in den Lebensstrom geleitet, sondern hier gesammelt. Was macht dich so glücklich, Professor? Du weißt, was das hier ist, oder? Wolke, die schwarze Materie. Der Sephiroth wird den Meteor rufen und alle werden sterben. Egal, was ich jetzt sag, es ist zu spät, wir müssen evakuieren. Ich will, dass ihr mitkommt. Ich habe viele Frohre an euch. Zumindest ein einsichtiger Shinra-Präsident. Volk, nee, halt, bitte. Volk. Ich bin froh, dass ich das dann noch in der Ledger Deal gepackt habe. Das wäre sonst echt viel zu viel geworden. Das geht jetzt in Sephiroths Kokor-Reihe. Sein Körper ist nicht tot, sondern nur konserviert. Und jetzt hat er die Macht, Meteor zu rufen. Und Weapon erwacht. Eine Bestie, die vom Planet geschaffen wurde, um Status Quo nicht zu erhalten, sondern um den Planet sozusagen von alle schädlichen Elemente zu vernichten, damit der Planet sich selber heilen kann. Und die erwachen jetzt, ach, boah, ich hab Gänsehaut. Und es gibt nicht nur A-Weapon. Es kommen sie alle raus aus dem Nordkrater. Die Bestie, die vom Planet erschaffen wurden, um den Planet zu schützen. Und Weapon werden jetzt alles zerstören, was in ihrer Möglichkeit steht, damit der Planet wieder ursprünglich wird. Boah. Was eine Sequenz. Das Geile ist, bis auf zwei Weapon, glaube ich, sind das alles optionale Gigantobosser. Und ich würde gern mit euch die ganze Weapon besiegen wollen. Und das heißt natürlich aufleveln, was es Zeug hält. Weil ich steht echt gern Weapon mit euch, alle besiegen, damit man da auch wirklich alles mitnehmen, was das Spiel für uns parat hat. Aber das hier ist definitiv stärker, wäre. So, und jetzt ist nur noch Cloud übrig. Volk! Volk! Ach Mann. Und er ist an einem ganz, ganz duschteren Ort. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich war schon immer so. Was ist los? Oh.
Armes Kind. Au. Bist du in Ordnung? Au. Tiefer? Tiefer. Tiefer. Hä? Oh, Wolk. Stimmt, ich bin Wolk. Bist du es wirklich, Wolk? Ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Ja, es ist schon eine Weile her. Was mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, es ist nix. Alles in Ordnung. Wie lange ist denn das her? Da haben sie sich die Zelle gekoppelt. 5 Jahre. Was ist? Es ist wirklich lang her. In Wahrheit sind's 7 Jahre. Du hast gekriegt, was gewollt hast und bist Soldat geworden. Bist nur im Zwischenfall mit dem Sephiroth ausgedreht und jetzt lebst als Söldner. Du hast mir viel davon erzählt, was passiert ist, nachdem du Nibelheim verlassen hast, aber etwas stimmt nicht. Ich merke, dass es mit dem, was du erzählt hast, etwas nicht stimmt. All die Sachen, die du nicht gewusst hast, hättest wissen können und andere Sachen, die du nicht hättest wissen sollen, aber gewusst hast. Ich wollte sicher gehen, aber dann habe ich gehört, dass du weit weggehen wolltest. Und das wollte ich nicht. Ich habe nur gewusst, was ich machen sollte. Ich habe gedacht, ich bräuchte mehr Zeit. Deswegen habe ich dir den Job beim Chorus erzählt und wollte bei dir sein und sehen, was du schaffst. Klingt schon fast wie Wahlgesänger. Bis auf weiße Bildschirm und Wahlgesänge hämmert derzeit nix. Und die Musik schleicht sich allmählich wieder ein. Aber endet auch sehr schnell. Und eine neue Musik setzt ein. Bim bam. Wie? Der Blick. Dir wird's bald besser gehen. Du hast lang geschlafen. Ich hab Hunger. Wärst noch froher. Über ihn. Ich hab Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit der Wolk passiert ist. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorge machen musst. Sie wissen auch nicht, ob es ihm gut geht. Ist er noch am Leben? Hm? Wie lange habe ich ihn geschlafen? Also, tja, das müsst etwa eine Woche gewesen sein. Was ist mit dem Sephiroth? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst dich an das riesige Licht in der Nordhöhle. Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Jeder weiß, dass Sephiroth pennt im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Wir können leider nichts machen, wir müssen warten, bis er aufwacht. Zu allem Überfluss treibt sich auch noch der ungeheuer Weapon hier rum. Weapon? Erinnerst dich an das riesige Vieh, was mit dem Sephiroth auf dem Grund vom Krater war? Jetzt ist es hier aber. Das heißt, es sei so sagenumwobenes Biest aus der Vergangenheit. Weapon beschützte Sephiroth? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier aber und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft sie Rufus. Ich sag's nicht gern, aber der Bursche, der hat Mut. Wir hätten das Viech erledigen sollen, aber wir hätten echt keine Zeit. Zeit? Hey, der Meteor.
Ach du Scheiße. Du ist er. Der Meteor. Scheiße. Jetzt können wir uns als tiefer bewegen. Und wir sind zusammen in einem Team. Ich mag gerade mal gucken. Ja, Barrett hat tatsächlich noch alles drin, was er braucht. Und ich date erst mal ganz gern. Okay, im Cloud sein Materia haben wir auch alle. Ich würde erstmal gern das Zeug hier rauspacken. Weil ich will unser Team so schnell wie möglich wieder wechseln. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich hab gedacht, die Wolke steht auftauchen und euch alle retten. Ach, der Professor Hojo wollte die Wolke sehen. Was wärst du mit der Wolke machen? Sephiroths anderes Ich. Der Meteor ist herbeigerufen worden. Im Grund ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt, Nimi. Nee, es gibt vielleicht auch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Risi, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast denn du davor, wenn du uns umbringst? Ihr werdet als Verantwortliche von dem Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm. Die fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über dich und den Dappschädel gesagt habe, nehme ich sofort zurück. Also, genießen euren letzten Augenblick. Ich fessel euch die Hände. Ah, jetzt sind wir in einem Bereich von Junon, den wir noch nicht kennen. Offensichtlich nur im Präsidentenbüro, mir spielende Barrett. Dich mache ich fertig. Du Drecksack. Okay, da können wir jetzt nicht wirklich mit der Leid ach retten. Aber wir können hier speichern. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leid, an der Stelle mache ich auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy Silver. Uff, pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.